Hallo, ihr lustigen Sternfahrer da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Master of Orion Conquer the Stars als Preview Let's Play. Wir haben immer noch das Problem, dass nach wie vor uns die Anteraner so ein bisschen auf dem Kicker haben. Und ich habe absichtlich deswegen jetzt nochmal nachgefragt gehabt bei Wargaming, ob das eigentlich beabsichtigt ist, dass die Anteraner sich so dermaßen auf den Spieler einschießen. Nein, eigentlich sollte das nicht sein. Ich habe die Aussage gesagt bekommen, dass das entweder einfach nur episches Pech ist. Da sind wir mal wieder bei meinem epischen Pech für alle, die meine anderen Videos schon kennen, ne? Also unabhängig von Master of Orion. Ich habe anscheinend diese Gabe. Und darüber hinaus kann es sein, dass sie sich vielleicht manchmal doch ein bisschen mehr auf einen einschießen, wenn die KI oder das Spiel einen für den stärksten der Rassen im Spiel momentan hält. Jetzt weiß ich nicht, warum man uns für den Stärksten halten sollte. Ich bin der Meinung, dass die Darlok jetzt auch nicht so schwach sind und die Psylonen auch nicht und die Mirshan und überhaupt. Aber es ist halt so. Also auf jeden Fall, es gibt irgendeine Berechnungsgrundlage, die halt einfach dafür sorgt. Wahrscheinlich, weil wir relativ stark sind, relativ viel Weltraum einnehmen. Und dann auch noch so ein gewisser RNG im Hintergrund ist, dass wir halt ständig jetzt Opfer von diesen blöden Anteranern sind. So, im Übrigen noch ein weiteres Thema Pech, bevor wir jetzt hier weitermachen. Ich habe etwas gemacht, was ich nie wieder machen werde, weil es einfach mir überhaupt nichts gebracht hat und euch anscheinend auch nicht. Ich wurde dafür kritisiert und habe das auch durch Deabonnierungen leider erleben müssen, dass die Leute sich anscheinend belästigt gefühlt haben, dadurch, dass ich 8 Folgen ja als Preview-Let's Play von Master of Orion, den DLCs und den ganzen Änderungen fürs Spiel gestern habe, also gestern veröffentlicht habe. Tja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie die Leute das generell so sehen oder wie ihr das jetzt seht, die sich jetzt diese Folgen noch anschauen. Aber ich werde auf jeden Fall nie wieder so viele Folgen von einer Sache, auch wenn es ein Preview sein wird, raushauen. Weil dafür habe ich mir zu sehr den Arsch abgerackert. Ich war wirklich durch, um diese ganzen Folgen aufzunehmen. Ihr könnt euch vorstellen, wie anstrengend das ist. Wo ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber es ist so. Und dann kriegst du sozusagen nur eine auf den Deckel. Und normalerweise würde ich mich nicht beschweren, aber in diesem Fall spreche ich das halt trotzdem mal an. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass dadurch jetzt hier quasi jede Menge positive Ergebnisse rauskommen, aber Undank ist der Welt ein Lohn, habe ich mal wieder gelernt und das muss ich mir nicht geben. Nö, muss ich ehrlich gesagt nicht. So, wir bauen jetzt hier noch den, keine Ahnung, komm, baut noch Handelswaren, solange ihr noch lebt, ihr kleinen komischen Kameraden. Wie wär's damit, genau, macht ihr wenigstens noch irgendwas Nützliches, bevor ihr ablebt. So, und ich weiß auch nicht, ob das jetzt nicht schon die letzte Folge zu den Ellerianern ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, denn nach meinen Informationen geht das Spiel heute, also wirklich heute, noch live. Für euch alle, also die Änderungen und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob ich die Patchstände dann noch nutzen kann. Habe ich keine, also die Spielstände durch den Patch, der kommt noch nutzen kann. Weiß ich überhaupt nicht. Und ich muss dann auch noch das Let's Play mit den Alkari, was ja eigentlich so mittendrin war, ansprechen. Ich habe ebenfalls keine Ahnung, ob ich die Alkari überhaupt noch weiterspielen kann mit dem aktuellen Patchstand. Es kann gut sein, dass das nicht mehr geht, denn ich konnte mit dieser Version hier die Spielstände des Alkari Let's Plays logischerweise nicht mehr starten, weil, naja, neue Spielmechaniken drin sind, ne? Also bei den Alkari gab es halt noch keine Anteraner und jetzt gibt es Anteraner und anscheinend sind diese Spielstände inkompatibel. Aber ich warte mal ab, was heute Abend dabei rauskommt. The philosophers have gleaned a new insight. Jupp. Jetzt haben wir endlich einen Raumlift. Das hilft uns sehr weiter. Und der Microlight-Bau, der wäre natürlich auch schön.
würde ich denn hier wollen? Puh, es ist beides jetzt nicht so super interessant. Dann ist es eher noch das hier mit der Astro-Universität. Okay. Da ist unser Ovid. Ovid, das ist ja quasi ein... Der ist benannt nach einem Griech... vor allem der Bergmann. Ovid, der Bergmann. Ovid war ja... oh Gott, wie war denn das? War ja, glaube ich, ein griechischer... Schriftsteller, beziehungsweise Philosoph, beziehungsweise Theater... Schreiberling, nenne ich es jetzt einfach mal. Frei nach Ovid war doch, glaube ich, Ödipus und Thisbe oder sowas. Bitte haltet mich jetzt nicht für einen Kunstkenner. Das weiß ich nur, weil meine Frau als Schülerin mal da eine Aufführung machen musste. Also sofern es noch richtig stimmt, was ich momentan nicht mehr wirklich sicher sagen würde, ob das überhaupt noch wirklich sicher stimmt, weil es ist halt einfach zu lange her. So, ihr baut jetzt das da und dann baust du das da und dann das da. Und bist du beschäftigt, bis die Jahrtausende vorbei sind. Und wir schauen hier einfach nur zu, wie in zwei Runden hier die Jungs hier einfach alles zu Klump schlagen. Oh, und unsere Handel sind anscheinend alle wieder weg, so wie es aussieht, oder? Ne, mit denen handel ich. Mit denen handel ich? Mit euch handel ich nicht. Every day is an opportunity, my friend. So, dir fehlt natürlich knallhart die Kohle. 335 müssten es sein. Muss ich dir auf jeden Fall 200 und... Ach komm, ich bin großzügig. So großzügig, dass es gerade so reicht. 50? Oh Gott, der hat nur noch 16. Naja, egal. Hauptsache, wir handeln wieder mit ihm. Mit ihr handeln wir gerade eben auch nicht. Well, hello. Aber sie hat wenigstens das Geld. Ups. Ich hab mich gleich mal knallhart verklickt. A tight-fitting number. Gut. Und natürlich auch noch die Trillarianer. Mit dem haben wir Jojo, die Tiefe ist... sehr, sehr tief in der Stimme. Finde ich lustig. Oh. Will er nicht. Universally agree. Ja, dann machen wir das einfach so. Passt schon. Jetzt haben wir immerhin wieder unsere 418, die wir pro Runde machen. Ich schicke meine Schiffe weiter. Warum habe ich dich dahin geschickt? Kann mir das mal einer erklären? Wahrscheinlich nicht. Weltraum. Gedöns. Geh doch mal dahin. Weltraumfabrik. Also nicht Gedöns, ihr wisst schon. So, bau doch mal ein Sprungtor dahin. So, und ihr bleibt jetzt einfach hier bei der Flottille. Ich meine, angeblich habe ich eine Drittelchance, aber ich glaube das einfach nicht. Ich glaube es nicht. Das liegt aber daran, dass ich halt einfach angeblich eine halbwegs gute Offensive habe, die ähnlich stark ist wie ihre. Aber in der Praxis stellt sich das dann halt am Ende dann doch ein bisschen anders dar, ne? Eine Runde sind die hier soweit. Ja, komm, dann soll das halt auch so sein. Dann können wir jetzt hier den Raumlift hinbauen. Dann können wir in Zukunft hier ganz, ganz hart produzieren. Ich meine, irgendwo werden wir jetzt wieder produzieren müssen, nachdem Zarkonia auseinandergebaut wird von den Anteranern. Ich habe übrigens auch Kommentare natürlich gelesen zu dem Spiel. Mir wurde gesagt von Big Bo, dass es anscheinend so ist, dass man früher in Master of Orion gucken musste. Also wenn man einen anderen Planeten direkt einfach per Gedankenkontrolle übernehmen will, musste man das mit einem Cruise oder einem Battleship machen. Das habe ich jetzt natürlich noch nicht gemacht. Das stand jetzt auch für mich noch nicht so eindeutig lesbar dran. Hier machen wir immer noch minus 2, das heißt, ich brauche den Giftstoffaufbereiter nicht. Deswegen bitte ich da um Entschuldigung, dass das bis jetzt noch nicht geklappt hat. Das müssen wir erstmal nochmal probieren bei einer kommenden Gelegenheit. So, warte mal, jetzt haben wir das hier. Ich brauche jetzt dieses Gebäude hier. Oh, der Recyclotron. Das ist natürlich geil. Ich habe keine Ahnung, warum der auf
Ach so, weil es ein sehr reicher Planet ist. Keine Ahnung, warum der nur auf sehr reichen Planeten funktioniert. Er funktioniert halt nur bei sehr reichen Planeten. So, wir brauchen danach aber jetzt den Giftstoffaufbereiter. So, diese zwei Dinge reiche ich ein. Und wenn diese Dinger dann gebaut sind, dann sollte es eigentlich hier recht schön weiter vorangehen. Wobei, ich kann das hier noch vorziehen. Und ganz im Ernst, eigentlich kann ich das auch noch vorziehen. Genau. Und jetzt bekommen wir wieder aufs Hirn und wir müssen einfach mal schauen, wie schlimm es denn wirklich wird. Wahrscheinlich sehr schlimm. Ach du Scheiße. Ich will mir das trotzdem anschauen, wie wenig Chance wir eigentlich haben. Vor allem, da sind schon zwei Schlachtschiffe dabei und ich möchte diese Schlachtschiffe natürlich gerne sehen. Unterstützendes Kommando. Gab wohl wieder ein Mini-Patch. Sonst kann ich mir nicht erklären, warum wir da wieder die Wahl haben. Oh, guckt euch das mal an, wie die aussehen. Sehen schon stylisch aus. Auf eine gewisse Art und Weise, so wie die im All hängen. Sag mal, warum muss da eigentlich immer dieser Weltraumnebel rumgammeln? Der ist doch lästig. Und zwar sehr. Ach komm, wir versuchen einfach auf das hier zu schießen. Ich verlangsame wieder so ein bisschen. Wow, wir treffen sogar. Bam, 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 bam. Jawohl, wir haben was kaputt gemacht. Immerhin haben wir ein Schiff zerstört. Bevor wir kaputt gehen. Aber ich glaube, mehr schaffen wir hier nicht mehr. Ne. Oh, da sind die Schilde tatsächlich runter. Komm, schieß noch einmal, bitte, bitte. Oh, verdammt, der hat es nicht mehr geschafft. Und instant ist das Ding auch kaputt. Keine Ahnung. Tja, immerhin haben wir ein Schiff von ihnen abgeschossen. Boah, die haben 35 Bomben, das ist das Ende für diesen Planeten. Ich glaube, der planetare Schild wird da nicht viel helfen. Okay, doch, 20 waren es dann am Ende noch. Wow, also ich glaube doch, der planetare Schild hat echt geholfen. The mightiest of young races. Capable only of such feeble efforts. And Terran victory is assured. Okay, also er hält uns wirklich für die mächtigste Rasse, so wie er das momentan formuliert. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir die höchste technologische Stufe haben. Hope, like all organic functions, seems to be at an end for the Illyrian Dominion, as the Antarans return to lay waste to their fleet. Ich jedenfalls heiße unsere neuen extradimensionalen Herren willkommen, sagt sie. Oh Gott, ja, ein Fähnchen nach dem Wind hängen, ne? Ist schon klar. Natürlich. Ist das herrlich. Okay, wir müssen natürlich schauen, dass wir trotzdem die Mächtigsten bleiben. Obwohl ich nichts dagegen hätte, dass die sich mal auf jemanden anderen einschießen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, hätte ich mal nichts dagegen. So, wir bauen jetzt das da. Ich möchte natürlich, dass wir mehr Schiffe haben können. So, warte mal. Und jetzt müssen wir hier natürlich wieder Dinge wieder aufbauen. Das Geile ist, wir haben gar nicht so viel verloren. Das finde ich super. Das finde ich sogar fantastisch. Baut einfach mal das und das. Wir haben halt sechs Bevölkerung verloren. Das ist jetzt tragisch. Selbstverständlich ist das tragisch. Aber wir gucken, dass wir sie so schnell wie möglich wieder hochkriegen. Ich bin am Überlegen, will ich die trillarianischen Planeten haben? Ich guck mal drauf. Keine Produktion. Warum sollte auch Irra irgendetwas produzieren? Ich weiß es nicht. So, weiter. Einfach weiter im Text. Einfach weitermachen. Nobody knows. Warum gehst du jetzt nach Zarkonia? Mach keinen Scheiß, Alter. Das finde ich jetzt unfair. Wieso gehst du jetzt dahin? Das finde ich nicht
Geil. Echt nicht. Oh Mann. Mach keinen Quatsch. Ich wette, der bombt die jetzt weg. Ja, das können wir machen, mein Freund. Ich nehme die Panzerkaserne. Sorgt auch dafür, dass Bomben eher auf Panzer fallen als auf irgendetwas anderes. Ah, nee, okay, das sah bloß so aus. Boah, Gott sei Dank. Die hauen einfach nur ab. Das sah nur so aus. So wie es aussieht. Die haben die zum Glück nicht einfach alle gemacht. Boah, ich hatte gerade echt schon Sorge. Ich hatte gerade schon Sorge, die machen die fertig. Winziger, toxischer Planet. Eigentlich hätte ich den sehr, sehr gerne als weitere Kolonie, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dann hätten wir nämlich hier so ein abgeriegeltes Sternenreich. So halb zumindest. Ich lasse euch mal weiter hier fliegen. Ich glaube, ich gehe da hin und sage einfach hier, du kannst nicht vorbei. So, das hier ist fertig. Das ist wunderbar. Das heißt, ich kann jetzt hier anfangen, meine Sprungtore zu generieren. Und ihr seid immer noch dabei zu wachsen auf Nazca. Es ist immer noch sumpfig. Machen wir jetzt mal ein Terraforming hier. Viel können wir ja gerade eben nicht machen. Ich frage mich ja mal, ob die irgendwann mal, also ich bin mir ziemlich sicher, die kommen irgendwann mal auch mit ganz fiesen Sachen. Wahrscheinlich kommen die irgendwann mal auch mit so fiesen Sachen wie Planetenzerstörer oder sowas in der Art und Weise. Das würde ich denen echt zutrauen. Die bauen jetzt gerade eben das hier. Dann hätte ich gerne, dass du danach wieder ein Kolonieschiff baust. Dann haben wir nämlich das Gebiet hier abgesiedelt. Dann werden sie wieder kommen. Hey, will dich in unserer Nähe. Hallo, unsere Nähe ist relativ. Das hier sind wahrscheinlich, keine Ahnung, 2 Milliarden Kilometer oder noch mehr. In einer Runde haben wir hier noch eine Bevölkerung mehr. Das finde ich sehr erbaulich. Komm, jetzt baust du das da. Das da und das da. Ach du schon wieder, hör doch auf. Die hört einfach nicht auf mit ihren offenen Grenzen. Warum kommt sie nicht mal her und bietet mir sowas wie ein Bündnis an? Das würde ich ja nehmen. Aber nö, macht sie nicht. Weil sie ganz, ganz komische Vorstellungen hat. Diesen Planeten könnte man eigentlich auch besiedeln. Vor allem den sollte, oh Gott, den sollte man besiedeln. Den muss man besiedeln. Aber, oh, Mission abgebrochen, stehlen. Diese Rasse hat... Das ist, glaube ich, echt ein Bug. Das ist, glaube ich, echt ein Bug. Das war nämlich definitiv ein Darlok, aber wir haben irgendwie mitbekommen, dass er bei den Trillerianern was klauen will. Oder vielleicht liegt es einfach daran, dass wir allwissend sind? Liegt es daran, dass wir allwissend sind? Vielleicht liegt es auch daran. Oder... Ach, man weiß es nicht. So, unser Abkommen mit den Psylonen ist beendet. Dann frischen wir es mal wieder auf. Welcome back. Wenn die Geld hätten, haben sie nicht. Was macht ihr immer mit eurem Taschengeld, das ich euch ständig gebe? Meine Güte, Kinder! Ihr müsst ja auch mal lernen, mit dem Geld umzugehen. Great minds. I listen. Ja, wenn meine Kinder mal sagen würden, wenn ich ihnen Taschengeld gebe, Great minds think a lot. Oder like that, oder bla. Würde ich mir auch sagen, ja. So, auf Wiedersehen. Farewell. Auf Wiedersehen. Geht doch spielen, meine Güte. So, Heads up, Marshall. Ich nehme auf jeden Fall... Die Spione haben eine Stufe. Oh Gott, ich muss echt mal nochmal ein extra Let's Play, glaube ich, mal machen, um jetzt nochmal das neue, die neue Spionage so richtig auszuprobieren. Das muss ich, glaube ich, echt tun, verdammte Axt. Aber nicht in diesem... Das würde meiner Meinung nach an dem vorbeigehen, was ich hier eigentlich erreichen will.
Ihr baut hier gerade eben fröhlich da. Macht mal weiter. We share many secrets, you and I. Why not share more? Wenn du mir ein gescheites technologisches Spielzeug geben würdest, würde ich mir das ja überlegen, aber nein. Ich möchte den Krieg gegen die Trillarianer gerade eben nicht haben. Und jetzt muss ich direkt wieder mit dem Darlok reden. What brings you here, wretch? Halunke! Always willing to listen. Der hat auch das Problem. 150 muss ich mindestens geben. Komm, ich bin großzügig, ich bin ein netter Kerl. As it may. So. This is more than you deserve. Thus and so. Er sagt, überspannt den Bogen nicht, das ist mehr als ihr verdient und trotzdem, also das sagt er ja immer, aber trotzdem macht das. Ich meine, ich finde das okay, aber es ist kurios. So, jetzt sind wir hier endlich komplett ausgelastet auf Draconis 2. Wir können mehr Leute in die Wissenschaft stecken. Dann bauen wir jetzt die Astro-Universität und die Panzerkasernen. Wir brauchen ja das andere Ding zum Glück nicht, weil die Moral auf Maximum ist. Doch denn, jetzt steht der Anführerbonus drin. Das ist sehr gut. Das war ja gestern, glaube ich, noch nicht, als ich das aufgenommen hatte. Aber es gab da zwischendrin mal wieder so ein Mini-Patch. Logisch, also auch die Presseversion wird ständig immer wieder gemini-patcht. So, jetzt haben wir das da. Sehr, sehr schön. Dann fliegst du jetzt dahin. Und wie gesagt, ich möchte diesen Ort hier eigentlich absichern, aber wir können uns später um das hier kümmern. Wir müssen uns später darum kümmern. Ich muss jetzt hier Prioritäten setzen. So. Ja, ich konnte mich nur bewegen. Das war sehr, sehr episch. So, flieg dahin. Dann kannst du hier auch gleich das Sprungtürchen bauen. Immer strategisch bleiben, ne? Falls wir hier aus irgendeinem Grund den Raum verlieren, muss man hier immer noch einen militärischen Außenposten bauen können. So, haben wir es eventuell geschafft hier? Ich habe den Eindruck. Und sie erholen sich schneller, als dass die schon wieder weg sind. Das finde ich natürlich auch sehr schön. Das ist geradezu trollig eigentlich für den Gegner. Dass wir es schneller schaffen, uns hier davon zu erholen, als sie quasi abhauen. Oder fast genauso schnell zumindest es schaffen, uns zu erholen. So, du baust das hier. Wir können theoretisch schon wieder mehr Schiffe haben. Ach komm, machen wir doch einfach direkt weiter. Bau gleich nochmal ein Kolonieschiff. Das fände ich persönlich total super. Ich glaube, ich teile jetzt mal meine Flotte auf. Nach wie vor würde ich es besser finden, wenn ich ein bisschen mehr Macht darüber hätte. Welchen ich jetzt mitnehme. Habe ich jetzt ungefähr die Hälfte? 2, 7. Ja, nee, ich habe die größere Flotte jetzt hier für die Offensive gegen die Piraten dabei. Okay. Und auf Nazza. Aber es macht nichts. Also, es stört mich nicht, dass ich jetzt mehr dabei habe. Kann damit leben. Okay, ihr seid jetzt schon hier. Dann baue erstmal das, dann das, dann das. Dann das. Wobei, ich glaube, das sollte ich fast vorziehen. Das geht schneller. Und abschließend. Das. Ja. Dann sind die wieder eine ganze Weile beschäftigt. Fliegt, meine Raumschiffe, fliegt. Aber wir sehen hier gerade im Übrigen den großen Unterschied, warum wir jetzt hier so schnell fliegen können. Das liegt halt einfach an unserem Anführer. Wir schaffen es durch diesen Anführer hier einfach schon, weil der jetzt plus 15% Geschwindigkeit hat, was ja eigentlich ziemlich krass ist. Jetzt diesen einen Sprung schon auf einen einzigen Satz, währenddessen das hier es nicht schafft.
So, wir kommen jetzt dadurch jetzt hier schon mal an und können die Piraten hier schon mal wegklatschen. Und dann gleich das nächste Kolonieschiff dahin schicken. Meaningful exchange furthers understanding. Das finde ich in Ordnung. A most agreeable conclusion. Welcome to GNN. Galactic News Network. Wilder 5. Okay. Das Kätzchen wird schon irgendwie einen Weg finden, nehme ich mal an. Ich hoffe es für das Kätzchen. Und wir besiedeln wieder einen Planeten, der so ein klein bisschen toxisch ist. Was ich jetzt auch geil finden würde, wäre, wenn man unterschiedliche Videos hätte für die Planetengröße. Das wäre doch geil, oder? Wenn du schon am Video dann das auch noch so richtig genießen könntest. Das, ich weiß nicht, wie sie es darstellen sollten, aber halt unterschiedliche Videos so ein bisschen. Und dass man halt auch das Gefühl vielleicht hat, dass diese Planeten unterschiedlich sind. Aber, naja, ist wie gesagt vielleicht auch einfach zu viel verlangt. So, Gravitationserzeuger wird sofort gekauft. Das Geld haben wir. Können wir in der nächsten Runde dann schauen, wie wir das dann hier gewuppt kriegen. Oh, da opfert sich der Gegner aber hart. Bumm. Das hat er sich anders vorgestellt. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. So, du bombst das jetzt hier in die Walachei. Und Borea bekommt wieder... Das ist hier der Ping-Pong. Und da ist wieder dann eine weitere Bevölkerung. Finde ich lustig. Moment, geh du mal dahin. So, 16 Runden. Wir machen aber... Ne, hier machen wir nicht nochmal ein Kolonieschiff. Wir machen hier aber jetzt knallharte Wissenschaft. Knallharte Wissenschaft wird jetzt hier gemacht. Die sollen das hier so schnell wie möglich bauen. So, und danach geht ihr dahin und verteidigt das Ganze. Oder ihr könnt eigentlich schon mal dahin gehen. Und hier müssen wir jetzt das hier bauen. Ich meine, der Planet ist gar nicht mal so schlecht. Er hat halt einfach nur das Problem mit der Toxizität. Aber auch das lässt sich beheben. Und mal wieder kommt der Galaktische Rat zusammen, meine Damen und Herren. Und wir stehen gegen die Darlok. I claim this honor for the Cabal. 84 hat der. Wir haben jetzt schon 15... The voices are silent. Durch die geringeren Spezies, die... I will abstain. I've arrived at a conclusion. I just can't seem to make up my mind. Ja, wir nehmen natürlich uns selbst. I was born to command. None can challenge that. Ja, das Einzige, was wir vielleicht noch machen können, ist hier die Lippensynchronität noch ein bisschen anpassen, ne? Mir ist gerade eben beim Gnolam aufgefallen, es muss ja sehr faszinierend sein, ein Gnolam zu sein, denn der Kollege, der müsste theoretisch ja eine ziemlich krasse 3D-Sicht in zweierlei Richtungen haben, weil der typisch auf der, für, also im Grunde typisch für solche Fluchttiere, so Kuh, Schwein und so weiter und so fort, seitlich seine Augen hat, aber er hat mehrere Augen seitlich, hat er wahrscheinlich zwei getrennte dreidimensionale Wahrnehmungen. Meine Fresse, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das aussehen soll. Ich nehme die unterirdische Farm, oder? Bin nur überlegen, das hier könnte sogar mehr bringen. Eins, zwei. Kurz mal überlegen. Ich möchte was testen. Ich möchte rauskriegen, ob die Wettersteuerung Einfluss auf die Nahrung bekommt, die wir durch die Zarkonier bekommen. Das möchte ich testen. Das werden wir allerdings dann erst in der nächsten Folge tun, Leute. Ich nehme auf jeden Fall jetzt nochmal ein, zwei, drei Folgen auf. Und dann sehen wir weiter, ja, wie weit wir im Grunde kommen mit diesem Let's Play. Und ob ich es noch weiterspielen kann. Wenn ich nicht mehr weiterspielen kann, dann wird es einfach ein neues Let's Play geben. Und ihr werdet es dann einfach erfahren, weil ich es dann einfach sagen werde, ob es noch geht oder nicht.
Ah, und sehr gut. Das ist jetzt hier auch fertig. Das heißt, du kannst erstmal darüber warpen. Sehr gut. Weil ich möchte hier natürlich zumachen. Ach, ich hätte direkt dahin warpen können. Ich wusste nicht, dass es so anscheinend schneller geht. Oder warte mal. So geht's auch schneller. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Schaut morgen, wenn ihr wollt, wieder rein. Ne? Nicht mehr heute. Heute gibt's nicht nochmal eins. Daraus habe ich gelernt. Ich bin jetzt ein gebranntes Kind. Macht's gut, bis dann. Tschüss und Ade.